Da war eine Tür. Oh oh. Nicht nur eine Tür. Wir haben Freezing und einen jagenden Geist. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Sub Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video, Phasmophobia, und heute befinden wir uns, und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte mal wieder Bock, im wunderschönen Prison, im guten Gefängnis, eine der größeren Maps, und ich hatte einfach mal Bock. Wir jagen Russell Lancaster, brauchen Salz, EMF und das Kruzifix. Und ganz ehrlich, der Name Russell Lancaster ist ein richtig geiler Name. Das ist echt cool. Okay, wir müssen erstmal die ganzen Breaker-Spots abklappern. Ich hoffe, ich habe die noch... Okay, erstmal vorbeigelaufen. Ich hoffe, ich habe die noch im Kopf. Ich habe erst vor kurzem zusammen mit Kollegen Prison gezockt und bin direkt verreckt bei der ersten Jagd. Ne, bei der zweiten Jagd. Weil mich der Geist in die Zange genommen hat. Das war natürlich sehr, sehr unschön. Und da muss man natürlich hier aufpassen. Gerade wenn der Geist in den Zellenblöcken ist, kann es mal ganz schnell eng werden. Dadurch, dass er so einen großen Wirkungsbereich hat und auch mehrere Spots, an denen er spawnen kann, kann er mal vor dir spawnen, mal hinter dir. Da muss man natürlich aufpassen. Aber erstmal Breaker Spot Nummer 1 ist hier. Kein Breaker. Wir schauen, dass alle Türen zu sind. Jetzt nach dem Geist zu suchen, wäre noch ein bisschen unnötig. Brauchen wir erstmal den Breaker, dann können wir mit dem Thermometer schauen. Hier hätten wir dran 0,3 Grad. Behalten wir mal im Hinterkopf. Hier hinten wäre der nächste Breaker Spot, aber hier ist auch nichts. Gehen wir weiter, da ist keine Tür. Dann hätten wir hier noch einen. Jawohl. Okay, jetzt heißt es hier kurz warten, bis sich temperiert hat. Schneit es draußen? Haben wir hier irgendwo ein Fenster, wo wir rausschauen können? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es schneit draußen, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. By the way, richtig cool. Wir haben scheinbar nur eine Hand und ein Thermometer. Genius. Aber ja. Es gibt hier noch zwei weitere Breaker-Spots. Eins ist unten bei diesem... Ich weiß gar nicht, wie der Raum heißt. Bei diesem Besucherraum. In diesem Besucherraum, da ist auch noch ein Breaker-Spot hinterm Schrank oder neben dem Schrank und dann noch im Block A. Das sind alle Spots. Das ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten, wenn man Albtraum zockt, dass man beispielsweise in Prison und Asylum ganz gerne mal die Breaker-Spots vergisst und dann nicht weiß, wo ist der Breaker und halt am Verzweifeln ist, weil du nicht weißt, ne? Wie warm ist es gerade? Denn das ist natürlich dann tricky, wenn du keinen Breaker machen kannst und überall ist Geistraumtemperatur. Wenn du dann kein Freezing hast irgendwo, dann hast du echt ein großes Problem. Aber ja, es schneit, denn hier fliegen die ganze Zeit Schneeflöckchen durch den Raum, was crazy ist. Oder durch die Decke, besser gesagt. Aber wir müssen jetzt einfach kurz warten und noch hoffen, dass er bald irgendwas macht. Wo bist du? Zeig dich, mach was, spiel mit mir, sind die Kinder, bist du alleine. Darf ich dir eine Frage stellen? Wer bist du? Es ist dein Haus, damit gehst du glücklich, sind wir Freunde, kannst irgendwas machen? Danke dafür. Wie heißt es nochmal? Russell Lancaster. Zeig dich. So, Spiel ein bisschen lauter gedreht, damit wir auch leise Geräusche hören. Und das da hier ist auch ein Versteck. Richtig cool. Und das gefällt mir auch. Das war ein bisschen tricky, weil na, der Kreis kann hier die ganze Zeit hin und her laufen. Aber trotzdem cooler Spot. Aber hier oben sieht es erstmal clear aus. Da ist auch clear. Man hofft natürlich im besten Fall auf eine Tür, auf ein Licht, das angeht, oder auch ja, auf eine Zellentür. Wobei ich sagen muss, auf eine Zellentür hoffe ich nicht, denn es gibt nur eine, ja, es gibt ein paar Zelltüren, die nicht in den Blöcken sind, aber in der Regel ist es meistens einer der Blöcke, wenn man eine Zellentür hat. So, bup, weiter geht's. Hier ist immer noch die Tür zu, wir schauen aber trotzdem hier hinter. Und ihr seht das ja, wir hatten gerade eben 0, irgendwas Grad, also sprich richtig schöne Geistraumtemperatur, aber jetzt hat es sich temperiert und jetzt haben wir hier keinen Geistraum mehr. Das ist dann die Gefahr, wenn eben der Breaker aus ist. Oder wenn es überraschend ist, sprich wenn du nicht weißt, dass der Breaker wieder ausgemacht worden ist, dann gehst du hier gerade mit Thermometer rum, ist vielleicht schon längere Zeit aus und bumm. Auf einmal hast du Geistraumtemperatur, plackst da dein ganzes Equipment hin, aber es liegt eher daran, dass der Breaker aus ist. Das ist mir früher ab und zu mal passiert. Genau, hier drin wäre auch noch eine Zellentür, habe ich nichts dagegen. Und hier hinten, hier an dieser Wand, kann auch ein Breaker sein. Wenn ihr also nur hier in den Raum reinschaut, seht ihr nicht, ob hier der Breaker ist oder nicht. Deswegen da immer schön reingehen, wenn ihr bis jetzt noch nichts gefunden habt. Ich
mache hier schon mal auf, denn da will ich gleich durchgehen. Aber wir schauen uns erstmal noch hier im Eingangsbereich. Wäre natürlich super, wenn er hier wäre. Russell Lancaster, bist du hier? Zeig dich. Hier ist alles klar. Die Spinde sind in der Regel immer offen. Jawohl. Hier würde ich mir, sollte er hier in der Nähe sein, als Versteck suchen. Denn sonst laufe ich immer bis hier hinter zur Treppe. Aber es ist natürlich dann besser, wenn ich ein Stückchen weiter vorne mein Versteck habe. Was ich ganz gerne mache, ist hier das Licht anmachen, weil das kann man teilweise noch vom Van aus sehen. Sprich, dann seht ihr direkt, ob der Breaker an oder aus ist. Und natürlich auch, wenn ich hier reingehe und ihr seht, okay, das Licht ist nicht mehr an. Dann wisst ihr auch, okay, Breaker ist aus. Direkt nach oben gehen und Breaker machen. Schauen wir mal, ob hier drin was ist. Hier ist er auch ganz gerne, aber momentan scheinbar nicht. Und jetzt gehen uns langsam die Möglichkeiten aus. Wir müssen auf A-Block, B-Block und die Cafeteria. Hoffe ich eigentlich eher, dass er hier drin ist. Wobei man sagen muss, die Cafeteria ist auch doof. Versucht hier mal einen Ort zu finden. Nein. Na ja, gut. Jetzt ist 50-50. Wobei wir haben noch die... So, Standardzone. Wir haben noch hier die Duschen. Könnte natürlich auch sein, dass es nur wie Standardzone klang und er im B-Block ist. Aber wir gehen trotzdem in A-Block. Das ist einfach so, keine Ahnung, so Gewohnheitssache bei mir. Alles immer in einer schönen Reihenfolge. So. Und hier haben wir schon 2 Grad. Schauen wir mal, linke Seite. 3,7. Was macht die rechte Seite? Okay. Hier mit 20 Grad. Das ist ganz cool. Aber er ist hier. Nice one. Wobei, so nice finde ich das gar nicht. Wir machen hier nochmal alle 10 Türen zu. Dann wir bringen jetzt gleich die UV-Lampe mit rein. Und dann können wir direkt sehen, welcher ist offen und können vielleicht Fingerabdrücke kriegen. Bup, bup. Weiter hinter gehe ich jetzt nicht, aber das sind auch sowieso alle zu. Und ja, dann heißt es jetzt. UV-Lampe holen, Fotoapparat holen. Und dann hoffentlich einen Fingerabdruck bekommen, denn das wird uns schon mal ordentlich weiterhelfen. Und gerade bei den ganzen Zellentüren kannst du natürlich richtig schön, richtig einfach Cash machen und viele Fingerabdrücke fotografieren. Das wäre natürlich super. Okay, hier machen wir wieder alles zu. Ich muss sagen, wenn man routiniert rangeht, dann sind die großen Gebäude gar kein Problem. Da geht das relativ entspannt, relativ zügig. Klar, es kommt dann immer noch auf den Geist an, ob er motiviert ist, ob er gemein ist, ob... Whatever, wir haben die Spieldose. Können wir dann direkt mitnehmen? Oder die Musicbox? Wenn man hier nicht routiniert vorgeht, sprich mal einen Raum nicht anschaut, die Türen offen lässt und so weiter, dann kann man, ja, dann spielt man sich eigentlich selber aus. Und es könnte sein, dass in dem Raum, den man übersehen hat, dass da der Geisterraum ist. Dadurch, dass man ihn übersehen hat, schaut man sich erstmal das ganze andere Haus an. Stoppt natürlich an Sanity. Wenn man die Türen offen lässt, weiß man nicht, hat er jetzt hier einen angefasst oder nicht. Kann ich hier Fingerabdrücke bekommen oder nicht. Wenn ich jetzt keinen habe, kann ich ihn ausklammern oder nicht. Das ist natürlich dann ein bisschen tricky, deswegen sollte man schon schauen, dass man möglichst routiniert an die Sache rangeht. Aber alles in allem geht's eigentlich. Ich muss sagen, ich hätte Bock auf größere Gebäude wieder. Also so wie Prison, wie Highschool. Na, jetzt nicht ganz so groß wie Asylum, aber ein bisschen verwinkelter. Man merkt auf jeden Fall, die großen Gebäude haben schöne, lange, große Gänge. Klar, auch viele Räume, aber deswegen überlege ich mir eben, oder wäre cool, sowas wie ein, ja, wie so ein Einkaufszentrum zu haben. Mit mehreren Shops, klar, da würde man, hätte man auch in der Mitte einen größeren Bereich oder einen größeren offenen Bereich. Da war eine Tür. Oh, oh. Nicht nur eine Tür. Wir haben Freezing und einen jagenden Geist. Oder war das ein Event? Das war ein Event. Das war asozial. Das war richtig asozial. Was macht man nicht? Oder er hat aufgehört zu jagen. Aber wir haben auf jeden Fall Freezing. Das war auf jeden Fall echt asozial. Der Faller. Ich traue gerade. Keine Ahnung, wieso ich jetzt ein Foto gemacht habe, aber ich traue der ganzen Sache nicht, deswegen gehe ich jetzt ganz schnell raus. Ich glaube nicht, dass es eine Jagd war, sondern ein Event. Naja, es waren auch keine Zellentüren offen oder sowas. Aber im ersten Moment, wenn man die Schritte hört und nicht weiß, ob die jagt oder nicht, dann wird er erstmal anders.
Okay, aber nee, so ein Einkaufszentrum wäre richtig cool, so eine Mall, wie in Amerika. Halt irgendwo in der Mitte ein großer Platz mit einer Rolltreppe oder sowas. Gut, in dem Fall in Fastmall wäre es wahrscheinlich eine normale Treppe. Und dann lauter Geschäfte. Und die Geschäfte sind die Geisterräume. Klar, es kann dann auch sein, dass in der Mitte ein Geisterraum ist oder sowas. Also einzelne Geschäfte, die Geisterraum sind. Mit Kleidungsgeschäften, mit Spielzeugläden, mit whatever. Ich glaube auch nicht, dass die Umsetzung so schwer wäre, was natürlich für die Entwickler doof wäre und vielleicht ist deswegen noch nicht drin. Sie müssten halt selber arbeiten. Ja? Sie könnten keine Templates nehmen oder Copy-Paste machen, weil sie können ja nicht nur Klamottengeschäfte machen und dann halt einfach nur die Farben, könnten sie natürlich, ja, die Farben der Kleider ändern und fertig. Das ist genau das Gleiche. Also Copy-Pasten könnten sie, aber ein bisschen Individualität wäre natürlich geil und kenne ich auch noch gar nicht. Also sowas kenne ich auch noch in keinem Horror-Game. Gut. Stimmt schon, aber ich finde, so eine Mall ist ein Klassiker. So eine Mall ist so ein Horrorklassiker irgendwie. Wobei ich da wahrscheinlich eher an Kaufhauskorb denke oder an Stranger Things Staffel 3 war das, glaube ich, dass sie da in der Mall waren. Aber das wäre cool. Ich würde es feiern. Und dann hätte er auch genug Gegenstände, die er werfen könnte. Also auch für einen Poltergeist gut. Man könnte dennoch weglaufen. Stecke wären auch möglich. Wo bist du? Wer bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Danke. Wunderbärchen. Er ist nicht da. Ich traue der ganzen Sache aber nicht. Ich hau trotzdem ab, denn am Ende steht er gleich hier, weil er zurückkommt und sich denkt, ach ja, da ist mein Kollege. Ich jage mal ein bisschen. Spiel mal ein bisschen fangen. Ganz wichtig, Ladies and Gentlemen. Wenn ihr zum Beispiel hier im Block seid und dort ist der Geist, wo läuft ihr hin? Ganz einfach. Entweder schaut, dass sie zu den Spinden kommt, aber es kann teilweise tricky werden. Was sich auch immer gut eignet, sind die Treppen. Ne? Ich erkläre es ja immer, wenn ich in der Highschool bin zum Beispiel oder in Asylum. Die Treppe bricht eure Line of Sight nicht nur einmal, sondern zweimal. Sprich, wenn ihr um eine Ecke läuft, bricht ihr Line of Sight und der Geist läuft da, wo er euch zuletzt gesehen hat. Sprich, zur Ecke, um die ihr gelaufen seid. Wenn ihr um diese Ecke läuft und dahinter ist ein langer Gang und läuft einen langen Gang entlang, dann läuft ihr zu der Ecke und sieht euch danach wieder und kann wieder aufholen. Deswegen eignen sich Treppen, denn da läuft ihr einmal um eine Ecke und dann nochmal um eine Ecke. Und in dem Fall, wenn ihr dann oben seid, nochmal nach rechts um eine Ecke, richten genug Ecken, sodass, wenn er um die erste Ecke läuft, er euch nicht sieht. Nicht weiß, wo ihr hin seid und dann sucht er in diesem Bereich. Und in der Zeit könnt ihr abhauen. Das ist ganz praktisch, das ist ganz wichtig. Und das vereinfacht es euch noch. Na gut, wir haben Onryo, Zwillinge, Mimik oder Moro. Was bedeutet, ich brauche jetzt eine Videocam? Wir könnten jetzt natürlich auch hier auf der Cam schauen. Aber gerade mit dem Schnee, Hölle. Und wir müssen in die Zellen reinschauen. Ich weiß nicht, wie viel Sanity wir haben. Es bringt auch jetzt nicht, Sanity zu nehmen, sollte er jagen, weil es klar, es könnte sowas wie ein Mimik sein. Aber ja, bringt nicht viel. Zwillinge werden tricky. Aber es könnte vielleicht bedeuten, wieso relativ, ja, wobei die rechte Seite war nicht betroffen. Wäre jetzt die rechte Seite auch noch betroffen gewesen, sprich auch noch Geisterraum. Dann könnte es Richtung Zwillinge gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hinten noch nie Zwillinge, deswegen sie jetzt zu erkennen sollten, dass welche sein, wird gar nicht mehr so einfach. Onryo kannst du komplett vergessen. Theoretisch müsste der linke Bereich als einen Raum zählen. Das bedeutet, man müsste einfach nur die Kerze ein bisschen spreaden. Dann könnte man ein Onryo erkennen und vor allem auch vom Jagen abhalten. Problem ist aber, du kannst den Raum nicht so sicher machen, dass du ihn festhältst. Ja? Wir müssen in die Mitte noch eine Kerze und vielleicht auch noch rechts eine Kerze stellen und dann gehen uns die Kerzen für links auf. So, was ich jetzt mache, in jede Zelle reinschauen. Haben wir hier noch Freezing? Yep. Okay. Ganz wichtig, wenn es schneit, dann fliegen ganz gerne die Orbs, die man hat, seitlich oder von unten nach oben. Das ist nicht immer der Fall, aber öfter. Jetzt wieder fangen. Yes. Da drüben gespawnt. Okay. Das geht, bringt mich natürlich in Richtung Zwillinge. Wir werden jetzt gleich, wenn wir rausgehen, wenn ihr die Pin nehmen. So, also, wie gesagt, dort reingehen. Jetzt in den Spind. Habe ich nicht so einen weiten Weg bis zum Ausgang. Okay. Er ist auf der rechten Seite gespawnt. Sprich, nicht direkt im Geisterraum. Könnte Richtung zu Länge gehen, aber schwierig. Theoretisch wäre es sinnvoll, wenn wir keine Sanity-Pillen nehmen, um den Moro zu testen, aber
Eigentlich müsste er ja auch lang... Oder müsste er ja langsamer sein, wenn wir mehr Sanity haben. Und theoretisch können wir uns immer noch droppen lassen. Wir haben ja auch noch die Music Box. Da können wir dann später auch... Ja, wobei. Ja. Ich glaube, ich will gar keine verlängerte Jagd haben. Wäre kontraproduktiv. Okay, also es, momentan sieht das nicht so aus, als ob es ein Mimic ist, der etwas früher gejagt hat, also sprich einen auf Demo gemacht hat. Was ziemlich beschissen ist, denn ich hätte lieber einen Mimic, der mir hier einen Ort zeigt, den wir sicher erkennen können, als irgendwas anderes, wo wir raten müssen oder von das wir ihn irgendwie testen können, was hier im Prison gar nicht mehr so einfach ist. Aber gut, jetzt heißt erstmal wieder in den Geisterraum, nach Orb schauen. Vielleicht, wenn wir Pech haben, müssen wir sogar komplette untere Etage anschauen. Das wäre natürlich super, das wäre mega spannend, aber was willst du machen? Lieber gründlich suchen und hinterher wissen, was es ist oder was man ausklammern kann, als irgendwas übersehen. Ich hoffe einfach, dass es immer noch hier unten ist. Hier ist alles clear. Wir haben hier noch Freezing, das ist schon mal gut. Hier ist auch alles clear. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal alle Zellentüren zumachen, um zu schauen, ob er auch rechts was macht. Denn hier Zwillinge zu erkennen, wäre natürlich schwierig. Oder ist schwierig. Aber es könnte sein, dass wenn wir alle Zellentüren zumachen, auf einmal sehen, dass rechts auch die Zellen offen sind. Wird uns vieles vereinfachen. Jetzt schauen wir nochmal hier in diese Richtung. Aber ihr seht, alle Flocken fliegen von oben nach unten. Ab und zu ist mal eine dabei, die sich irgendwie seltsam verhält, aber... Kein Ohr. Ne, kein Ohr. Hier ist auch alles clear. Wir schauen jetzt hier nochmal rein. Interessant finde ich gerade, dass der Geist-Chamber inaktiver wird. Seit ich jetzt die Sanity-Pain genommen habe, macht er nichts mehr. Das geht natürlich in Richtung entweder Mimic, der einen auf anderer Geist macht, oder Moro. Moro wird ja schneller, je schwächer sein Opfer ist. Sprich, jetzt haben wir viel Sanity, jetzt sind wir stark. Jetzt zieht er sich zurück. Könnte sein. Ja, Schnee hier drin ist einfach. Ja, okay, gut. Die Schneeflocke, die haben wir auch mit bloßem Auge gesehen. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht schwer zu erkennen, dass es kein Opfer. So geht es natürlich auch, dass man schaut, ob man es mit bloßem Auge erkennt und dann in der Videokamera, wenn es hier so viele sind. Ja, moin. Aber gut. Machen jetzt auch hier Zellen zu. Er ist immer noch hier, denn hier mit Freezing. Gott sagen, sagte er, und wir haben gar keins mehr. Aber nein, wir haben Freezing. Ich hätte die direkt zumachen sollen. Und auch noch. Wunderbar. Zu. Dieses hohe Geräusch, das ihr da gerade gehört habt, das ist Standardsound. Lasst euch davon nicht verwirren, das ist einfach nur Standardsound. Ich denke davon, oder durch dieses Geräusch könnte man teilweise denken, da hinten in diese Richtung ist der Geisterraum, oder der Geisterraum hat was mit Zellen zu tun, oder er hat sowas wie ein Zwilling, oder ein Roamdinger. Kann dann teilweise, denke ich, hier ein bisschen verwirren. Ich werde jetzt mal überlegen, was ich als nächstes mache, denn Mimik können wir theoretisch ausklammern. Wir hatten keinen Orb, es kann sein, dass er irgendwo versteckt war, aber ich muss ja irgendwo anfangen und deswegen würde ich sagen, Mimic ist erstmal raus. Zwillinge wäre möglich, auch dadurch, dass er auf der rechten Seite scheinbar gespawnt ist, laut Sound. Aber es reicht nicht aus, um jetzt zu sagen, okay, es sind die Zwillinge. Moro müssen wir einfach testen. Müssen wir einfach schauen, indem wir Sanity droppen und dann geschwindigkeitsmäßig. Man könnte ihn, denke ich, bestimmt auch mit den Räucherstäbchen ein bisschen triggern, sprich, wenn man einfach den Geisterraum räuchert. Denn der leidet ja unter Hyperosmie, also ich denke, damit kann man ihn auch beeinflussen und vielleicht rauskitzeln, so ungefähr. Aber das muss man erst mal testen. Da habe ich keine Ahnung, wie das dann aussehen müsste. Sprich, je nach, wenn sich jetzt das Verhalten ändert, könnte man natürlich davon ausgehen, dass es ein Geist ist, der unter dieser Krankheit leidet und den wir dadurch getriggert haben. Aber ja, man müsste es erst mal testen. Ich weiß gerade leider gar nicht, wo ich meine Räucherstäbchen gepackt habe. Gerade doof. Aber gut, ich werde jetzt Salz platzieren und ich glaube, ich werde dann Kerz mit rein. Ich werde für euch das Ganze rauskarten, denn das ist einfach nur noch viel Laufweg. Sollte natürlich irgendwie ein Event oder sowas kommen, werde ich das Ganze reinkarten, aber
Ja, in erster Linie wird es Laufweg sein, deswegen sehen wir uns, glaube ich, gleich wieder, wenn die Kerzen stehen. So, Kerzen stehen. Wenn es auch jemand sei, das werde ich einfach hier draußen platzieren. Und ich habe jetzt hier einen kleinen Bereich abgedeckt. Die zwei Kerzen stehen schon länger als die beiden da hinten. Und... Himmelherrgott, was bist denn du für ein Viech? Du bist echt keine Schönheit. Nimm es mir nicht böse, aber schaut ihn euch an. Das ist echt ein crazy Guy. Gehst du weg, danke. Also, klar, er war jetzt hier, aber von den Kerzen, ihr seht es, die Kerzen sind alle noch an. Hier hat er noch nicht geblasen, obwohl hier, wenn er noch mal kurz warten, immer noch freezing ist. Wir haben also einen territorialen Geist. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Wo blöd klingt, es könnte teilweise auf die Zwillinge deuten. Ihr seht schon, hier ist eine Zellentür offen, die haben wir vorhin zugemacht. Hier ist noch alles clear. Hier ist auch eine Zellentür offen, obwohl hier theoretisch der Geisterraum ist. Ich behaupte deswegen, dass Zwillinge territorial sind, denn die haben ja so einen großen Wirkungsbereich. Sprich, praktisch einer bleibt in seinem Raum, der andere kann ja roamen. Ja, aber der eine bleibt in seinem Raum. Das hat manchmal dieses territoriale Verhalten an sich. Sprich, dass wir durchgängig in einem Raum oder im gleichen Raum Freezing haben. Aber ist nur eine Vermutung. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, weil jetzt die ganze Zeit hier ist, das ist ein Zwilling. Ja, oder einer hat die Zwillinge, der andere ist irgendwo anders, aber wir haben die Zwillinge. Kann man nicht sagen. Onryo kann roamen. Onryo kann territorial sein, der kann aber auch roamen. Genauso wie der Moro, wie der Mimik. Dass hier die Kerzen alle noch an sind, also jetzt erst eine aus war. Und offensichtlich wurde die ausgeboostet, denn ich habe alle Kerzen ungefähr zeitgleich angemacht im Van. Somit, ne, hätten alle gleichzeitig ausgemüssen, wäre es einfach nur die normale Dauer gewesen. Jetzt hat er hier eine Kerze ausgeblasen. Es könnte natürlich sein, dass sie zu weit auseinander sind. Das wird die... Das ist doof. Und der spawnt da drüben in einer Zelle. Ich achte jetzt mal auf die Geschwindigkeit. Ich werde ihn hier räuchern. Tschüss, der ist langsam. Das ist jetzt natürlich tricky. Die ist langsamer. Könnte entweder der langsame Zwilling sein. Könnte aber auch ein Moro sein, mit dem wir noch zu stark sind. Deswegen werde ich jetzt gleich mal nochmal Sanity-Pillen, Räucherstäbchen holen. Werde ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich werde vielleicht auch mit der Box spielen. Die werde ich einfach nur am Eingang platzieren, einfach weil ich es kann. Wird dann wahrscheinlich keine Sanity droppen. Oder, was heißt wahrscheinlich, wird keine Sanity droppen, aber... Ja, wobei, dann spielen wir lieber nicht mit ihr. Dann spielen wir lieber nicht mit ihr, weil ich will auch keine längeren Jagden haben. So, Breaker ist wieder... Breaker ist an, aber Jagd ist vorbei. Hat von der Zeit auch gut gepasst. Bup. Also, dann jetzt Sanity... was habe ich mit meinem Sanity Pin? Jetzt Räucherstäbchen holen, Zeit verstreichen lassen, sprich Sanity droppen. Und dann können wir erkennen, ob wir eine unterschiedliche Geschwindigkeit merken. Denn der Moro müsste dann schneller sein. Na, wir sind schwächer, weil wir länger drin sind, weil wir weniger Sanity haben. Dann müsste er eigentlich schneller werden. Möchte man natürlich eigentlich nicht haben in einem so großen Gebäude, denn weglaufen ist ein bisschen tricky, aber wir haben ja zur Not noch die Spinde. Sollte der Moro raus sein, gehe ich Richtung Zwillinge. Punkt 1, weil er links und rechts was gemacht hat. Na, Zwillinge kannst du hier schwer erkennen, weil die Räume auch noch sehr nah beieinander sind. Es wäre einfacher, wenn er zum Beispiel hier im Foyer ein Raum sein könnte und im Zellenblock. War am Anfang der Fall, da ging das, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das haben sie irgendwann nach ein paar Updates dann geändert, dass diese Räume nicht zu weit entfernt sein können. Es kann ein Raum dazwischen sein, sprich Geisterraum, kein Geisterraum. Geisterraum ungefähr, oder halt Raum vom Zwilling. Aber nicht mehr Geisterraum und dann 17 Räume dazwischen und dann nochmal der Raum des Zwillings. Er hat da drin Licht angemacht. Ah ne, da sind nur die Monitore. Doch, da ist Licht an. Also, ne, hier hinten haben wir immer noch Freezing. Er ist da drin. Die Kerzen sind unberührt. Oder größtenteils unberührt. Was bedeutet für mich, ist der Onryo auch raus. Dann hätten wir jetzt nur noch Moro und Zwillinge. Ich werde mich jetzt in meinen Spind begeben. Oder zumindest in sichere Entfernung. Werde jetzt hier noch ein bisschen warten, bis die Sanity ordentlich droppt. Und ja, dann schauen wir uns danach die Jagd an. Und vielleicht sind ja unsere Überlegungen richtig. Sprich, wenn er dann keine Geschwindigkeitsveränderung hat in Hyperspeed-Richtung, dann ist die Zwillinge. Sollte er Hyperspeed haben, dann ist es Moro. Dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sollten noch nicht auf 0% sein. Gut, ist jetzt gerade schwer einzuschätzen, wie schnell die Sanity droppt. Also in größeren Gebäuden. In kleineren Gebäuden habe ich ungefähr schon ein Gefühl, gerade wenn ich die Lichter aus habe, da weiß ich, wie schnell die Sanity droppt und ungefähr Prozent man ungefähr haben könnte. Aber in größeren ist das natürlich tricky. Ich stelle mich jetzt so ein bisschen hier hin. Jagst du? Okay. Geh weg. Fuck. Wir müssen jetzt ganz schnell abhauen. Okay, ich würde es mal spontan behaupten, ich weiß, was es ist. Es besteht zwar immer noch die Möglichkeit, dass es ein Revy, ein Mimic ist, der einen auf Revy macht. Oder auf irgendwas anderes Schnelles, aber mich ist es eindeutig. Hyperspeed. Okay, das war richtig tricky. Ich bin nämlich nicht durch die Tür durchgekommen. Okay, die Jagd ist vorbei. Abmarsch. Das wird mir jetzt langsam zu heikel. Wir haben alles Kruzifixe, kannst du vergessen, in dem Zellenblock. Vor allem, wenn er sowohl links als auch rechts anders baut. Wir haben nur zwei Kruzifixe, kannst du komplett vergessen. Da bin ich ja der Meinung, sie sollten irgendwie die Range oder sowas erhöhen. Wenn sie schon nicht keine 3, 4 Kruzifixe reinbringen, also sprich, dass man 3 oder 4 kaufen kann, dann sollte zumindest die Range in größeren Gebäuden erhöhen. Aber ich denke, das war eindeutig. Und das war verdammt risky. Wir haben ihn ja geräuchert, sind aber an der Zente hängen geblieben und er hat sich die ganze Zeit gefühlt im Kreis gedreht, der ist ja auch erstmal bei uns geblieben. Dass wir da weggekommen sind, da merkt man, wie lange dieser Wirkungsbereich der Räucherstäbchen ist, oder der Wirkungsbereich, mein Gott, die Wirkungsdauer der Räucherstäbchen beim Roh ist. Im Roh reagiert ja, oder hat er ja diese Hyperosmie, was bedeutet, der ist geruchsempfindlich. Und das hat uns gerade in den Arsch gerettet, denn dadurch war er länger betäubt. Dadurch war er länger unter dieser Wirkung der Räucherstäbchen. Und sonst wären wir gar nicht weggekommen. Oder er hätte uns direkt gesehen und wäre uns direkt wieder hinterher gedackelt. Also, das war ein schöner Moro. Gut, wir haben jetzt die Aufgabe 4 nicht, wir haben keinen Knochen, ja, wir haben wenig Schritt. Aber schön, aber schön. Und gerade beim Moro retten einen die Räucherstäbchen den Arsch. Wir waren jetzt wahrscheinlich schon Richtung 0%, vielleicht kurz davor, vielleicht waren wir sogar schon auf 0%. Denn das war auf jeden Fall Hyperspeed. Ja, da kann der gute Reit schon nur von träumen. Aber mega, mega. Wir haben es geschafft, wir haben es erkannt. Und wir haben vor allem auch mal wieder eine Runde Prison gehabt. Gab es jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr und muss auch mal sein. Ich habe mich darüber gefreut, oder ich freue mich darüber, dass wir überlebt haben. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.